Moin Moin und Grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme. Ich begrüße Sie aus dem Mediakeller in Minden und möchte Ihnen heute wieder ein Projekt eines Kunden vorstellen, der eine Holzdiele verlegt hat auf einer Aluminiumunterkonstruktion. Ein wirklich sehr, sehr tolles Projekt, was im Grunde eins zeigt, dass wenn man eine sehr, sehr gute Unterkonstruktion im Standardbereich oder als Sonderbau, egal welche Konstruktion gebaut hat, man eben halt auch solche Ergebnisse erzielt, auch als DIY-Anwender. Und ich finde, dass dieses Video ganz, ganz klar zeigt, dass wenn man wirklich eine vernünftige Unterkonstruktion baut, ja, und im Grunde genommen nicht, in Anführungsstrichen pfuscht oder irgendwelche anderen Sachen baut, dass man auch lange erstmal Freude an seiner Terrasse hat. Die technischen Probleme, die bei Terrassenbau auftreten können, wie gesagt, sind natürlich extrem minimiert und es ist ein wirklich tolles Endergebnis. Und das ist das, wofür wir werben, für extrem interessante, ehrliche Top-Konstruktionstechnik, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, egal welchen Belag und egal welche Terrassenform. Der Kunde hat, wie gesagt, verbaut eine Hanu-Diele. Auch nochmal der Hinweis, dass auf unserem System Sie natürlich nicht nur unsere Clips befestigen können. Ja, auch da wieder ganz klar, wir zwingen Sie nicht in ein System. Sie können nur unser Alu nehmen. Sie können unser Alu mit unseren Stellfüßen nehmen, das Alu mit anderen Stellfüßen. Und Sie können natürlich auf unserem entsprechenden System auch alle möglichen Clips verarbeiten, ob von uns, ob Fremdclips, whatever. Es ist völlig egal, alles das ist mit unserem Profil möglich. Der Kunde hat genutzt zum Ausgleich eben halt Pads. Ja? Sie wissen das, wir haben verschiedene Pads. Wir haben Weichschaumpads, wir haben Hartschaumpads, ja, für weiche Böden. Wir haben Weichschaumpads in einer geringen Höhe mit Alukaschierung bezüglich der Dachbahn. Problematik, Weichmacherwanderung. Wir haben Stelzlager, mit denen dann im Grunde der Höhenausgleich gemacht wird, wie auch in diesem Video. Ja, die Stelzlager haben wir beginnend von 11 mm bis einen halben Meter. Auch da sind wir kompletter Vollsortimenter, weil, glauben Sie mir, eine Terrasse wird ja nicht nur in der einen Höhe gebaut oder in der anderen Höhe, sondern es gibt alle Höhen von Terrassen. Und das im Grunde genommen, wie gesagt, können Sie nutzen. Sie können das Aluminium direkt an den Stellfuß dran schrauben. Sie können das Aluminium auf Punkt- und Streifenfundamente festschrauben. Sie können unseren Montagehilfe, den Klickadapter nutzen, ja, wo die Profile dann im Grunde genommen eingeklickt werden, ne, wenn Sie dann dort arbeiten. Alles das ist mit unserem System möglich. Auch hier nochmal der Hinweis, das sehen Sie dann auch bitte Ihre Aluminiumrahmen verstreben, je mehr streben, umso besser, damit im Grunde genommen auch gerade bei arbeitenden Hölzern, ne, eine Platte hat den Vorteil, dass sie einfach nur drin liegt. Sie ist kippelanfällig, aber liegt drin. Bei Holz haben wir im Grunde oder WPC, was mit Clips, mit dem System nochmal verschraubt wird, natürlich nochmal eine Konterlattungssituation, die auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite schlecht, weil wenn im Grunde Ihre Diele, die Sie oben verschrauben, sich entsprechend extrem verbiegt und Sie haben es nicht vernünftig verstrebt und es gibt wirklich sehr, sehr, extreme Hölzer, Hartholz, ja, Bankirei oder eben halt auch WPC, was entsprechend große Ausdehnungskoeffizienten hat. So, und ich glaube, jetzt habe ich von der Einführung her wieder ein paar Themen angesprochen, die wichtig sind für die Terrasse. Aber jetzt gucken wir doch einfach dem Kunden zu, was er Tolles gebaut hat. Folgen Sie uns auf die Baustelle, sehen Sie, wie Kunden arbeiten. Folgen Sie uns. So, liebe Kunden, ich hoffe, Sie konnten sehen, wie toll man sich es zu Hause auf seiner Terrasse schön machen kann. Weise nochmal darauf hin, aber eben halt, man braucht eine vernünftige Konstruktion. Der teuerste Belag hilft Ihnen nichts, wenn die Konstruktion fehlerhaft, mangelhaft ist, falsch montiert ist, zu wackelig, zu klein. Und von daher, wie gesagt, fragen Sie an,
Arbeiten Sie mit Profis, mit Vollsortimentern. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, wie viele tausend Kunden vor Ihnen. Wir planen für Sie kostenlos, wir beraten Sie kostenlos, begleiten Sie bei Projekten. Sie sehen das auf unserem YouTube-Kanal. Hunderte von Videos jetzt schon und hunderte werden folgen, damit Sie Ihre Terrasse wiederfinden, damit Sie wissen, auf was Sie sich einlassen. Nackte, transparente Systemtechnik, weil darauf kommt es an. Nicht auf die Schauspieler oder auf die, die vor der Kamera stehen, sondern es kommt ganz einfach darauf an, auf das Produkt. So, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.